Hier sehen wir Tim. Er gehört zur sogenannten Generation Y, Nachfolgegeneration der Generation X. Zugehörige der Generation Y sind laut den meisten Literaturen circa zwischen 1980 und 1990 geboren. Um nun einen etwas näheren Einblick in diese Generation zu bekommen, werden wir Tim etwas bei seinem Tagesablauf begleiten. Zugehörige der Generation Y, wie Tim, gelten als gut ausgebildet, meist mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Sie besitzen eine große Chancenvielfalt und gelten deshalb als Gewinner des heutigen Arbeitsmarktes. Tim ist wie die meisten seiner Generation zwar politisch interessiert und auf dem neuesten Stand. Raus aus dem Euro! Assi! Für Freibier in Kneipen! Allerdings ist sein Verlangen nach Rebellion geringer als das seiner vorherigen Generation. Er hat ein gewisses Vertrauen in die Regierung, weshalb er sich auch normalerweise nicht aktiv ins politische Geschehen einbringt. Hier sehen wir nun Tim bei seiner Arbeit. Die Generation Y gilt als leistungsbereit und engagiert, weshalb es Tim auch nichts ausmacht, einmal mehr zu arbeiten. Es ist absolut okay, für ein Projekt einmal Überstunden zu schieben, solange dies nicht zur Regel wird, denn die Work-Life-Balance ist der Generation Y sehr wichtig. Es muss auch immer noch genug Zeit fürs Privatleben bleiben. Eine starke technologieaffine Lebensweise ist typisch für die Generation Y, da sie die erste Generation ist, die mit dem Internet und mobiler Kommunikation im direkten Umfeld groß geworden ist. Facebook, Twitter und Co. gehören deshalb zum normalen Alltag und werden häufig genutzt. Da opportunistisches Denken und Konkurrenzkampf in der Generation Y zugenommen haben, könnte man denken, dass Tim alles tun würde, um im Job voranzukommen, auch seinen Kollegen ans Messer liefern. Dies ist aber untypisch für die Generation Y, da soziale Kontakte immer noch einen hohen Stellenwert für sie haben. Oder auch ein Bier nach der Arbeit? Immer noch. Okay, bis nachher. Jo, ciao. Trotzdem ist das opportunistische Denken so weit ausgeprägt, dass Tim sich gegebenenfalls für das entscheidet, was ihm mehr Geld, mehr Spaß oder mehr Bequemlichkeit verspricht. Man darf aber nicht vergessen, dass die drei Generationen X, Y und Z nicht klar voneinander abgrenzbar sind und nicht im Vorhinein positiv oder negativ zu bewerten sind. Es geht hier lediglich um unterschiedliche Denkrichtungen, die aber nicht zwingend mit dem Geburtsjahr zusammenhängen. Thank you.